Ja, das geht erstmal drum. Das hier werden wir nicht beide überleben. Genau, du Kiste oder ich. Überleg's dir. Ist schon etwas fies, einer Kiste zu drohen. Aber es ist konsequent. Ich muss ja die Drohgebärden dann halt durchziehen. Selbst bei Kisten und Fässern. Und Truhen. Vielleicht geben sie ja dann schneller nach. Jetzt dauert es wahrscheinlich wieder bis zur nächsten Stufe, ne? Ja, ein bisschen. Aha, da haben wir es Tanglebrook anwesend. Bin ich hier schon angekommen. Hurra. Ja, mal gucken, was ist denn hier drin? Was ist denn hier drin so? Oh. Oh. Ah. Aus dem Weg! Der kam aus dem Zimmer gelaufen hier. Das hier werden wir nicht beide überleben. Genau. Also überleg's dir. So. Und was haben wir hier drin? Oh, hier ist noch ein Tisch. Hab ich nicht vergessen. Oh. Hallo. Hallo, Erfahrungs. Rindenhaut. Hey. So. Und dann doch ein paar kleine Erfahrungspunkte noch gesammelt. Sehr gut. Hui, 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 hui. Hallo? Kommst du mal? Dich habe ich schon gesehen, von der anderen Seite aus. Ich werde euch in Stücke reißen. Mein Stahl wird treffen. Bist du schon tot? Oder ist er ich sehe jetzt auf einmal erstmal keinen. Der Fußmatte soll der Schlüssel sein. Fußmatte. Yeah. Okay. Jetzt bin ich im Tanglebrook Anwesen. Es ist ein Schlüssel für das Anwesen Tanglebrook im Halbinselviertel gefunden worden. Das Anwesen liegt im nördlichen Teil der Halbinsel, direkt am Meer. Man sagt, dass von ihm ein Tunnel direkt in das Gefängnis führt. Also, die brauchten jetzt nicht wirklich erwähnen, wo sich dieses Anwesen befindet, da ich es direkt unter der Fußmatte weggeklaut habe. Das heißt, ich war schon in der Nähe. So, sperren wir gleich mal alles auf. Oh, was ist das denn hier? Treppe nach unten. Mhm. Oh. Stinkkäfer. Hier gibt's Stinkkäfer. Riechst du das? Oh wei, oh wei, oh wei. Nee, das geht ja gar nicht. Boah. Na,
Mensch. Zäher Schrank. Aber nicht zäh genug. Uff! Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Ja, das ist wohl wahr. Ein Bücherregal. Fürstin Changelbots Tagebuch. Ich habe ein Kettenhemd an. Was würde denn die Lederrüstung bringen? 15. Ja gut. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal kurz, ehe ich jetzt gleich gegen diese Käfer kämpfen muss, mich lieber darum ausmachen, mich zu heilen und alles wieder zu verkaufen, dass ich mich wieder ein bisschen schneller bewegen kann. Willkommen. Hoi. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus Tiefwasser? Oder kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Und dann verkaufen. Vor allen Dingen, ich habe so viele Zauber. Dann mache ich dich Kohle. Das Tagebuch kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Den Schlüssel brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin ja drin. Gefängnisschlüssel kann ich nicht verkaufen. Okay. Verschwinden tut er auch nicht, also kommt er da rein. Und ich habe schon wieder über 1100 Goldstücke. Yippie! So. Nun sind wir doch schon etwas besser dran. Charwin, an Marsch. Bestimmt was Wichtiges hinter. Die Tür war rot, deswegen habe ich es gesehen. Celestisches Elixier. Okay. Warum nicht? Na. Ja, meinetwegen, schließ auf, komm. Allerdings. Allerdings. 15 noch dazu. Ein Waffenregal. Na, was finden wir denn hier? Ein Dolch plus eins. Ja. Ist zwar schön, aber ein Dolch, nö. Dolch, Langschwert. Ich nehme das Langschwert. So. Ich weiß ja zufällig. Das werdet ihr bedauern. Dass es hier Probleme geben könnte. Weil die sind nämlich mit Fallen versehen. Stehen nämlich auf Feldern und die andere Felder mit Fallen versehen. Und da bin ich dann doch lieber vorsichtig. Und treffe lieber gar nicht, okay. Mhm. Och, Junge. Ist das so weit weg? Interessantes Schachspiel, aber zumindest. Relativ groß. So, gleich müssten alle Fallen deaktiviert sein. Jo.
Das werdet ihr bedauern. Was denn? Fürstin Jinglebrook. In der Seite des Schädels von Fürstin Jinglebrook befindet sich ein großes Loch, das einen dunklen Hohlraum offenbart. Was auch immer die Ursache für das vorzeitige Ableben der Fürstin ist, der heulende Tod ist jedenfalls nicht dafür verantwortlich. Mit einem Loch im Kopf, oje. Fürstin Jinglebrook wurde tot aufgefunden. Sie lag in einer sich ausbreitenden Lache ihres Blutes in der bedrückenden Düsternis der Tunnel unter ihrem Anwesen im Halbinselviertel. Die bedrohlichen Statuen eines nicht beendeten Schachspiels ragten über ihr in der Dunkelheit auf. Sie waren die stummen Zeugen des mysteriösen Verbrechens, das sich hier zutrug. Es war kein gewöhnliches Verbrechen. Selbst in dem schwächlichen Licht der Tunnel konnte man klar erkennen, dass ihr Schädel eingeschlagen wurde. Ihr Gehirn wurde gefressen oder entfernt. Was auch immer sie getötet hat, es war nicht der heulende Tod. Vielleicht ist das ein Grund, dankbar zu sein. Vielleicht ist es auch ein Grund für das genaue Gegenteil. Auf jeden Fall ist die Tür, die ins Gefängnis führt, nicht weit. Oh, und ich habe noch was gefunden. Ein Doppelklingeschwert. Was ich nicht benutzen kann, aber egal. Aber das hat ja Charvin. Na, was finden wir hier? Gab das eigentlich Erfahrungspunkte? Sieht jetzt so spontan nicht aus. Die Käfer haben ja ein paar gebracht, aber anscheinend auch nicht allzu viel. Und die ist verschlossen, na gut. Yeah. Oh, die Käfer haben alle was fallen lassen. Okay. Na denn. Jibi. Interessant. Oder auch nicht. Aha, ich bin im Gefängnis. Ah, abgeschlossen. Das Tanglebrook-Anwesen. Der Tunnel vom Anwesen der Fürstin Tanglebrook war ein Ort voller Schrecken und bedrückender Düsternis. Doch er führt tatsächlich in das gefürchtete Gefängnis. Er führt direkt in einen kleinen Vorraum neben dem Büro des ehemaligen Aufsehers. Na sowas. Der Gefängnisschlüssel. Der Schlüssel für das Gefängnis ist noch unbenutzt, doch es gibt da ja inzwischen einen anderen Weg, hineinzugelangen. Ja, stimmt. So, hier ist das Büro des Aufsehers. Das hier werden wir nicht beide überleben. Okay, das ist nicht so. Oh. Hier gibt's... Das hier werden wir nicht beide überleben. Ah, okay. Muss ich doch glatt mal gucken. Ja? Nein. Kann ich irgendwie behilflich sein?
Nein, nicht wirklich. Voraussichtlich nicht wirklich. So. Das hier. Mann, ich wollte doch nicht einschlagen. Achso, ich wollte mal gucken, hatte ich eigentlich irgendwelche? Nee, achso. Stimmt, ich habe ja den Schurken immer gesteigert. Werde ich vom Waldläufer aus wohl noch keine neuen... Wir werden nicht fallen! Halt die Klappe. Entschuldigung. Ah, nochmal Rindenhaut. Mein Stahl wird treffen. Hier gibt es also auch wieder eine Truhe, die ich noch nicht öffnen konnte. So, was ist das? Ein Türhebel. Oh, okay. Der Tür hebelt diese auf. Mhm. Ups. Puh, da hab ich auch Schwein gehabt. Die Falle hat mich nicht erwischt. Noch ein Bücherregal. Gefängnis auf. Schlüssel zum Gefängnisraum. Ach, das dauert mir zu lange, die Sachen immer einzuschlagen. Euch in Stücke reißen. Sperrt! Ich habe gerade keine Zeit. Das ist eigentlich eine gute Idee. Werde ich hier vielleicht auch machen. Das hier werden wir nicht beide überleben. So, was haben wir hier? Mein Tisch. Ich werde jetzt hier erstmal alles durchsuchen. Ich Charvin wiederhole. Ein Buch. Geschichte der Schöpfer. Wir schließen sowas ein, ey. Ey. So. Jetzt kann ich hier nochmal ganz kurz die Zellen durchsuchen. Da sind Leichen drin. Naja, macht ja nichts. Die haben ja auch irgendwas bei sich. Hihi.
Oh, da ist einer. So, ich wollte ihn nur mal... schon mal holen. So. So, ich ruhe mich erstmal schön neben ihr aus, so. Und dann nehme ich sie mit. Wieder mal. Und wenn ich eh gerade hier bin, dann wird verkauft. Das passt ja dann schon mal ganz gut. Zu sterben war unangenehm, um es harmlos auszudrücken. Aha. Das soll uns nicht nochmal passieren. Also, möchtet ihr mich wieder dabei haben? Das soll uns nicht nochmal... Hallo? Du bist doch gestorben. Kann ich nichts für... Was? Ja. Pff, ob ich jetzt was dafür könnte. Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus Tiefwasser? Oder kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Verkaufen, bitte. Oh, 654. Dann komme ich ja schon relativ dicht an die 2000 schon ran. Ja, komm. Weg den Dreck. Ich gar nicht haben. Oh, ich bin schon über die 2000 drüber hinweg. Cool. Ach ja, eine Sache will ich jetzt da doch nochmal machen. Müsste ich jetzt ja eigentlich können, jetzt wo ich so viel Kohle habe. Ich will jetzt nämlich mal eine ganz bestimmte Art von Pfeilen holen. Damit ich die Truhen notfalls aufbrechen kann, aber mit speziellen Pfeilen. Hallo! Was hast du denn? So, die. Ich kann mir die noch nicht leisten. Fuck. Na gut. Tut mir leid. Wegen der Störung. Was hast du denn für ein Problem, sag mal? Gefühl für Tiere. Ja, ich habe immer ein Gefühl für Tiere. Naja, dann eben wieder zurück. Kann ich es eben noch nicht tun. Aber ich denke, ich werde wahrscheinlich eh mehr als genug noch finden, dass ich dann verkaufen kann. Achso, fällt mir gerade so ein. Charvin? Ja? Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich kann ja mit meinen Gefolgsleuten auch reden, fällt mir gerade so auf. Plaudern? Über was denn, Elvin? Ihr wollt mehr über mich erfahren? Na, dann fragt Elvin. Ich habe nichts gegen ein kleines Schwätzchen einzuwenden. Doch zuvor möchte ich euch etwas fragen. Was führt euch auf diese Mission? Warum arbeitet ihr überhaupt für Aribeth? Hat sie euch mit ihren schönen Elfenaugen zugeklimpert? Ist da noch eine andere Macht am Werk, die mir bisher entgangen ist? Die Zeiten der Finsternis müssen große Helden große Taten vollbringen. So werden Legenden gemacht. Genau. Jetzt endlich sprecht ihr meine Sprache, Elvin. Sich durch große Taten einen Namen zu machen, das ist es doch, worum es in einem Abenteuer letzten Endes geht, nicht wahr? Ich will vor allem anderen Ruhm. Ich will Wege gehen, die noch nie jemand zuvor gegangen ist. Ich will an meiner eigenen Legende stricken und nicht die anderen Was? Und nicht die anderen Leute... Und nicht die anderer Leute nacherzählen. Wenn ich später auf meine auf mein Leben zurückblicke, will ich dies voller Hingabe und Ehrfurcht tun können. Ich will nichts bereuen müssen. Das mag euch ein wenig seicht vorkommen, aber ich habe meine Gründe und brauche niemandes Billigung. Was glaubt ihr also, Elvin? Habe ich die Möglichkeit, diese Dinge zu erreichen, wenn ich mit euch reise? Na klar. Alles nur Versprechungen. Aber ich muss zugestehen, dass eure Zukunft große Möglichkeiten bietet. Wir werden ja sehen, wohin das führt. Es ist in jedem Fall besser, den Versuch zu wagen. Und es ist bestimmt besser, große Taten zu begehen und unbekannt zu bleiben, als es nicht einmal versucht zu haben. Ich weiß, wohin der normale Pfad führt. Glaubt mir. Der Pfad des Vorhersehbaren. Der Pfad, von dem jeder erwartet, dass er ihn geht. Auf diesem Pfad lauert das Nichts.
Was? Vom Tod, Elvin. Oder von so etwas in der Art. Es gibt viele Möglichkeiten zu sterben, ohne eine Leiche zu hinterlassen. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch mal eine Geschichte über meine Familie und wie ich wurde, was ich bin. Ihr werdet möglicherweise zu Tode gelangweilt sein. Denn noch ist das nicht der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Aber es liegt ganz bei euch. Nur denn? Nein, ich bin nicht in Stimmung, um euch jetzt schon etwas zu erzählen. Von Legenden und alten Geschichten. Geschichten über mich erzähle ich nur, wenn ich dazu bereit bin. Ich bin sicher, dass wir einiges zu tun haben werden, richtig? Nur zu, Elvin. Charvins Geschichte. Charvin hat euch ein wenig über die Gründe erzählt, aus denen sie unbedingt berühmt werden will. Hinweis, Charvin wird ihre Geschichte fortsetzen, wenn ihr eine höhere Erfahrungsstufe erreicht habt. Also bei jedem Stufenaufstieg mit den Gefolgsleuten quatschen. Dann erzählen sie ihre Geschichte weiter. Und das ist gar nicht so unwichtig. So, du bleibst erstmal hier. Nicht, dass du hier wieder Scheiße baust. Oh. Hier ist anscheinend nicht so viel los, oder? Oh, doch da. Kann grad nicht. Ich schlitze euch die Kehle auf! Oh, ich sag mal. Hallo! Denke schon. Ich werde euch in Stücke reißen. Synchronsterben. War aber top. Das muss man sich mal merken. Synchronsterben, das kriegen die gut hin. So, dann geht das bestimmt dann dahin. Das ging nicht dahin. Geht das denn dann dahin? Wir werden nicht fallen! Ich werde euch in Stücke reißen! Seid ihr jetzt fertig? Und ihr habt nicht mal was dabei, na super. So. Oh, halt, hier gibt's eine Kombo. Denke schon. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Haha. Zu langsam. Allerdings. Zu spät. Okay, dann gibt's hier wahrscheinlich wieder einen Gang, der... Naja, ne? Ersichtlicherweise dann wahrscheinlich wieder... Tore. Wahrscheinlich wieder so... separate Kerker. Beinhaltet hat. Oh, und ich dachte mir noch, ne, guckst du noch mal? Ups, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Das war nicht ganz so gut. Das würde ich nochmal üben. Was gibt's denn hier so? Denke schon. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Goldmünzen muss ich auch ein bisschen gucken. 2700 brauche ich mindestens. 2700 und ein paar zerquetschte für die besagten Pfeile. Ah, okay. Hier geht's in die Mitte. Also 2700 brauche ich und ein paar zerquetschte, sagen wir 2800. Wenn ich 2800 mindestens auf meinem Konto schon durchs Gold einsammeln kriege, dann kann ich auf jeden Fall schon umdrehen.